Herzlich willkommen, lieber Krebs, bei deiner Wochenbotschaft mit den Tarotkarten. Ich möchte jetzt einmal schauen, was deine nächste Woche für dich bereithält, was wir da mit den Orakelkarten schon sehen. Die beginnt am 5. und endet am 11. Juni. So, ich brauche mal so meine persönliche Struktur. Ich sage das nicht, weil ich euch für doof halte, sondern weil ich jemand bin, der sehr strukturiert aufgebaut ist und dementsprechend. Ach, das sind zu viele Karten, Leute. Hier ist eine ganze Menge rausgefallen. Wir gucken jetzt mal, welche wichtig sind. Sehr wichtig. Okay. Die drei soll es sein. Auch eine Glückswoche bei dir. Sehr schön. Also es wirkt hier tatsächlich, als ob hier alles sich entspannt, als ob alle sehr glückliche Zeiten bekommen. So in den letzten Legungen von den anderen Sternzeichen zu dieser Woche hatte ich das auch schon, dass ich gesehen habe, dass da viel Glück und sehr viele schöne Ereignisse auf euch zukommen. Ne? Wir haben hier einmal so dieses 10 der Münzen ist so eine Energie von wegen, das lange Warten hat sich gelohnt, die lange Arbeit trägt jetzt Früchte, es geht dir jetzt gut, egal wo rein du investiert hast, du kannst jetzt die Früchte ernten und verkaufen und bekommst deinen gerechten Lohn. Ne? Das heißt natürlich, dass du vorher investieren musstest. Ne? Wer zu Hause auf der Couch saß und nichts getan hat, ne? Der kann natürlich da nicht ernten, was er gesät hat. Ne? Wenn man nicht sät, dann keine Ernte. So. Ritter der Schwerter ist wiederum so eine kühle Karte, die vielleicht auch, ich sag mal, so eine Rechtfertigung erfordert, ne? Warum hat derjenige mehr als ich? Es kann auch sein, dass du hier in einer außenstehenden Position bist und dir denkst, warum haben hier alle so viel? Warum haben hier alle so viel? Warum kriegen die ständig irgendwas geschenkt vom Universum? Warum haben die alle glückliche Familien? Nur ich nicht, ne? So eine Stimmung habe ich hier in dieser Kartenlegung drin. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, in welcher Position hier bist. Ob du hier auf die anderen schaust und die kritisierst oder ob du kritisierst wirst. Ich weiß aber nicht, also im Moment wirkt es so, als ob diese Kritik unberechtigt ist. Ne? Denn derjenige, der hat vorher nichts getan, der hat vorher nicht gearbeitet für sein Glück und dementsprechend ist diese Kritik einfach Bullshit, ne? Um es jetzt mal deutlich zu sagen. So, hier, jetzt haben wir im Rücken vom Ritter der Schwerter, haben wir hier aber eine absolute Glückskarte. Die Sterne ist immer so eine Karte, das ist wirklich schon dieses Schnuppern in eine schönere Zukunft, dieses Schnuppern in, oh, das könnte richtig toll werden, das ist jetzt schon richtig gut, aber das wird noch besser. Na, das ist auch manchmal so diese Jungbrunnenkarte. Es geht mir gut, es läuft, es ist alles lebendig, es ist wunderschön. Wir haben von allem zu viel. Wir freuen uns über reiche Ernte. Uns mangelt einfach an nichts. Ne? Ich würde tatsächlich sagen, hier diese beiden Karten gehören zusammen. Hier wäre natürlich alles schön, wenn Ritter der Schwerter nicht da wäre. Dann würde ich sagen, oh, freu dich auf eine wunderschöne Woche. Es wird alles toll, alles Sonnenschein, alles super. Aber hier kommt irgendwie noch die Kritik von außen. Und wie gesagt, ich glaube aber nicht, dass die Kritik gerechtfertigt ist. Denn hier, das sieht immer, das ist eine Arbeitskarte. Da wurde was getan dafür, da hat man sich den Popo aufgerissen. Und natürlich verdient man dann alles Schöne der Welt. Aber hier steht jemand, der nicht bereit war, irgendetwas zu tun und kritisiert. Ja? Okay. Mach dich auf jeden Fall darauf bereit, darauf, was da auf dich zukommen könnte. Aber genieß natürlich auch deinen Erfolg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.